Ja, das kann ich ja dann machen. Das passt ja dann. Ja, ich habe ihn gesehen. Das heißt gesehen, ich habe mitbekommen. Aber danke für die Info, Connor. So, das reicht schon, mehr Deko nicht. Und dann machen wir hier das so zu, durch den Weg. So, gucken, was der hat. Wenn der jetzt Leinen hätte, ne? Er hat viel, aber keine Leinen. Nee. Hat er vielleicht irgendwas? Building Supplies hat er. Der hat Building Supplies. Will ich die kaufen? Dann habe ich die schon mal. Aber ich könnte mir nur 10 holen. Das könnte aber reichen, um das ein oder andere zu bauen. Die Building Supplies zu haben, ist gar nicht mal so schlecht. Aber eigentlich will ich erstmal... Ich will diesen Walfängerhafen haben. Dafür brauche ich aber, glaube ich, nicht die Building Supplies. Ich brauche die Holzbretter, nenne ich sie mal. Die brauche ich dafür. Hier sieht man übrigens gerade wieder, wie die Frames runtergehen. Das ist immer, wenn ich hier in dieses Handelsfenster gehe oder wenn ich in die Stadthalle gehe, dann hat er da irgendwie immer Probleme. Aber damit, ja, damit habe ich schon, kam ich schon klar. Ich kaufe es mal. Wir kaufen es mal. So, nehmen dafür unser Leder. Davon haben wir ja so genug. Traden das mal. Schicken ihn wieder weg. Dann haben wir die schon mal. So, jetzt ging die Frame auch wieder hoch. Dankeschön. So, Sekunde. So, das Ding haben wir ausgewählt, weil wir das ja fertig haben wollen. Das bleibt mir oben im Fenster. Das dauert, bis die Steine da hinkommen. So. Ah, guck mal, hier wurde was fertig. Sehr schön. Mehr davon. Jungs, mehr davon. Okay, ich habe nur noch 7. Wie gesagt, die Sterbewelle scheint da zu sein. So, ich will über 10 bleiben, was die guten Bürger angeht. So, das Ding braucht noch Jahre. Ich kann natürlich hier die Steine abbauen. Wisst ihr was? Lass uns doch mal hier die Steine abbauen. Denn wenn ich hier die Steine abbaue, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Dude, der daraus da drüben jetzt die Leinen macht, dass der die bekommt. Weil die hier in der Ecke sind. So. Lager ist ja direkt in der Nähe. Jetzt können die mal die Steine abbauen. Das dauert jetzt natürlich. Damit müssen wir klarkommen. Das ist offensichtlich. Ich hoffe, wir haben irgendwie später 2000 Bevölkerung. Wobei, warte mal, wenn wirklich jeder Dude animiert werden muss, dann reckt das irgendwann meinen PC. Da muss ich eine fettere Grafikkarte investieren. Oh mein Gott. So, die Ducks haben sich auch bald wieder erholt. Na gut, was heißt bald? 51 von 75, ich glaub, das dauert noch. Eher auf CPU und RAM. Ja gut, aber also das ist ja... Ja, das ist ja lächerlich. Also da werde ich nächstes Mal meinen Tastenmanager öffnen. Dass mein 8er Kerner da Probleme bekommt oder meine 16 GB RAM, bezweifle ich aber extremst. Wobei ich glaube generell, dass ich schon lange keine 60 Frames mehr habe, weil ich die Auflösung von 1280x720 auf 1600x900 hochgeschraubt habe. Ich werde es das nächste Mal wieder kleiner machen, dann sollten wir wieder 60, 70 Frames haben. Wenn wir die dann wieder haben, dann liegt es wirklich am CPU und RAM. Und ja, die juckt es halt wie gesagt nicht. Noch nicht. Mal gucken, wie das bei 2000 Leuten dann aussieht im Spiel. Aber selbst das sollte noch handelbar sein. Außerdem streame ich ja, ich könnte ja dann noch Stream ausmachen und so weiter. Ich habe ja noch genug Möglichkeiten. So. Ja. Die Felder sollten eigentlich alle abgeerntet werden. Wobei mir das hier Sorgen macht. Was ist denn hier los? Wieso werden die so spät angebaut, während die anderen schon abgeerntet werden? Ich habe doch genug Häuser hier. Sollten doch genug Farmer in der Nähe sein. What? Spiel? What are you doing? Das sind wieder die Kartoffelfelder, ne? Werden die immer so spät angebaut? Ich glaube langsam, dass es nach Jahreszeiten sortiert. Guck mal, hier schon alles fertig. Flachs, alles klar. Natürlich geht das Ganze nach Jahreszeit. Also, wieso, Kartoffeln werden so spät angebaut? Oh, mein Lager wird voller. Cool. Was sind schon? 214 Bricks. Ich kann es nicht glauben. Ich habe endlich mal viele Bricks. Ja, ich kann die nächsten Bricks-Straßen bauen. Ja, yeah, hype, hype, hype. Endlich, 214. Ah, die lassen wir noch höher stapeln, die Dinger.
Alles drauf damit. Sogar Lampenöl, was ich gekauft habe, ist da. Yay. Stimmt ja, ich wollte ja ein paar Lampen setzen. Strottel. So. Was machen wir als nächstes? Als nächstes. Als nächstes haben wir 4 von 44 Steinen. Ah, es fängt an. Okay, ja, stimmt, hier auch. Tatsache, die Kartoffelfelder werden so spät angebaut. Boah, das ist uncool. Boah, schau dir das an, Conne. Sieht das nicht einfach hübsch aus? Ich liebe es. Ich finde das so toll. Ich brauche noch mehr. Ich brauche meine Oliven. Meine Gurken sind, warte, die sehen so aus. Näher kann ich leider nicht ranzoomen, wobei das echt nah genug ist. Also nichts Besonderes. Ich mag später das Salatfeld, mag ich. Wir haben echt eine große Sterbewelle. Ich muss runter auf 4 Arbeiter. Klar dauern jetzt die Arbeiten länger. Straßenbau, die Schule, die gebaut wird, die Häuserbau. Aber das ist momentan egal. Wichtig ist erstmal, dass wir bei Laborern, also bei Bürgern, nicht unter Null sinken. Das ist das Wichtigste. Und dann irgendwann erholt sich das ja. Dann geht es wieder aufwärts. Ist ja alles okay. Ja, ich finde es cool. So. Ich mag allein schon die Körbe. Ich finde einfach die Körbe cool. Ich weiß nicht. Ich freue mich schon auf mein Olivenfeld. Allein schon, weil ich gesagt habe, dass ich eine große Olivenplantage bauen werde. Und das ist kein Witz. Ich mache das. Ich werde mir das gönnen. Ich werde mir irgendwo, vielleicht auch weiter weg hier, vielleicht auch erst in der nächsten Stadt, wer weiß, wie viele wir noch haben werden, ich werde mir auf jeden Fall eine Olivenplantage bauen. Und die wird groß. Das werden bestimmt 8 bis 10 Felder. Einfach, weil ich das cool finde. So, noch ein Haus ist fertig. Ah, eine junge Dame, das ist gut. Ha? Aber der Dude ist leider zu alt. Schade. Sonst hätte ich ja jetzt mal gesagt, hey, nach 100 Jahren mal wieder ein gutes Haus. So, und ihr seht hier, auch die Steine sind am Start. Ne? Bedeutet, hier haben wir quasi jetzt auch schon alles, was wir brauchen. Es wird noch gebaut. Also man sieht ja, wenn wir genug Steine haben, dann ist wahrscheinlich hier das komplette Schulviertel fertig. Dann wissen wir Bescheid. Alles klar? Ja. Wenn jetzt die Leute sich fragen, warum hast du jetzt hier 4 Schulen hingebaut? Einfach damit ich mich mal nicht darum kümmern muss. Und weil alle anderen Schulgebäude im Spiel voll waren. So, und wenn jetzt unsere Sterbewelle nachlässt und wir wieder viel Nachwuchs bekommen, weil halt die jüngeren Pärchen in den Häusern sind, nicht so wie hier, dann werden die Schulen auch wieder schnell voll. Ja, Conor? Ist zwar etwas ineffektiv, die alle an einem Fleck. Habe ich ja nicht alle an einem Fleck. Also hab ich ja nicht. Ist schon ein bisschen, Ach wieso? Drüben habe ich doch auch 2. Und in die andere Stelle kommen auch nochmal 2. Ich teile das ja auf. Das wird nur ein bisschen größer, das Gebiet, weil, gut, wenn ich rauszoome, gucken Sie hin. Ha? Hier drüben ist erst wieder Wasser. Guck mal, siehst du? Bis hier hoch. Na gut. Deswegen, hier können überall Häuser hin. Und dann sind die 4 Schulen super schnell voll. Das passt eigentlich. Ja, wenn nicht, kann ich ja noch 2 abreißen. Mein Gott. Ist ja nicht die Welt. Ja. Jedes Gebiet bekommt halt. Es liegt hauptsächlich wieder an den Laufwegen. Ja, aber es sind ja Kinder. Die machen so oder so nichts. Weißt du? Von daher. Ja, aber desto länger sie brauchen, um in die Schule zu laufen, desto länger sind sie in der Schulausbildung. Ah, okay. Ja gut, das fällt bei der Bevölkerungszahl dann so nicht mehr auf. Und wie gesagt, es sind ja... Es ist ja nur optisch so gesehen. Es soll ja nur optisch so ein größeres Schulgebiet sein. Ich kann ja... Drüben sind ja jetzt Schulen. Und in dem Gebiet ganz hinten, also links in dem anderen Gebiet, sind noch keine. Kann ich aber noch Schulen bauen. Keine Sorge, mache ich noch. Aber da sind sowieso momentan kaum Kinder. Das sind ja nur ältere Pärchen. Hast du ja gesehen. Also, ja. Das wird auf jeden Fall noch gemacht. Chef. Keine Sorge. Ja? Oh, ein Händler. Nice. Nice, 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 nice. Er hat sie. Okay. 120, 240 habe ich. Das weiß ich. Ich habe mir schon mal 120 gekauft. Das heißt, ich habe für den Steinbruch und für meine Kohlemine das Upgrade. Jetzt brauche ich nochmal 120 für meine Eisenmine. Und dann würde ich einfach nochmal Reserve welche kaufen. Ich kaufe nochmal 120. Also ich kaufe 240. Falls ich vielleicht irgendwie... Nein, nicht 124. 240. Genau. So, und Lampenöl nehmen wir alle. Weil umso mehr Lampen können wir bauen.
Nehme ich alle 80. Ist zwar teuer, aber egal. So, kostet 5000. Juckt mich nicht, weil ihr wisst ja, wir haben ja genug Firewood. So, reicht sogar gar nicht. Ich mache das gerade Pi mal Daumen. Ich rechne gerade nicht, für die, die sich fragen. Na, guck mal. Reicht fast. Rest machen wir so. Trade. Da, der hat halt zwei. Das ist halt krass, wie viel er hat, gell? Der hat 2560 von den Dingern gerade mit. So. Das kann erstmal weg. Davon haben wir jetzt genug in Reserve. Lampenöl kann er. Ach nee, Lampenöl haben wir jetzt auch über 100. Lassen wir auch erstmal weg. Mitbringen kann er als nächstes. Hat er noch irgendwas für mich? Entschuldigung, ausstoßen. Beziehungsweise Bäuerchen, könnte man fast sagen. Hat er irgendwas, was er vielleicht noch mitbringen könnte? Glas brauchen wir überhaupt nicht. Machen wir selber. Nö, das Rest, nee. Building Supplies haben wir jetzt. Bricks, okay, ganz ehrlich, er könnte eigentlich mehr Bricks mitbringen. Dann kann ich doch, ja, bring mal Bricks mit, weil... Du könntest ihm auch sagen, dass er Steine mitbringen kann. Wo sind die Stones? Habe ich nicht gesehen. Hat der, bringt er echt Stones mit? What? Wo sind die? Ja, ganz unten erwartet. Da sind Stones! Wow, lol. Gutes Auge. Connor, gutes Auge. Bist der Beste. So, Dismiss, bring mit. Guter Herr, bringen Sie mit. Na, brauchen Stones. So, 10 Labore. Das wird immer knapper. Muss Leute aus dem Steinbruch abziehen. Das war aber, wie gesagt, schon geplant. Das war alles kein Ding. So, das Haus ist gleich fertig. Deswegen habe ich das gerade hier, weil das gebaut wird. Geh mal rüber. Genau, das ist der alte Grüngürtel. So, Steinbruch. Ich weiß, dass ich Stein brauche, aber das bringt mir nichts, wenn ich keine... Obwohl, wir haben noch 10. Noch, nee, ja. Noch nicht, Leute. Noch haben wir genug. Easy peasy. Außerdem ist das gar nicht so schlimm, dass wir nur 10 Labore haben, weil unser Holzvorrat... Okay, also unser Holzvorrat ist nicht voll, aber unser Brennholzvorrat ist voll. So. Also fast. Und dann übernehmen ja die Leute quasi den Job, den die Bürger machen. Das heißt, ich senke einfach mal unser Holzlimit auf 3500. Passt auf. So, und jetzt sind die nämlich voll, weil wir insgesamt 3700 haben. Und jetzt tun die Holzdudes... Die machen jetzt quasi die Arbeit, die ich markiert habe. Zum Beispiel hinten, die Steine werden abgebaut und so weiter und so fort. Und dann sinkt unser steigt unser Steinvorrat auch wieder schneller dadurch. Ja, also easy peasy. So, Haus, wirst du mal fertig. Please. Was sagt eigentlich mein Markt? Was hast du denn so im Angebot? Brokkoli. Na ja. 110 Kohle, das brauchen die Leute bestimmt. Mhm. Beetroots, Bohnen. Ja, Bohnen, lecker Bohnen. Ein bisschen Wheat. Hm. Tomaten. So viel hat er gar nicht, muss ich sagen. Na gut, er muss auch einen weiten Weg machen, bis drüben hin zu den ganzen anderen Lagern. Aber rein theoretisch hat er hier unten dann jetzt seine Rehe und seine Dachs. Ernähren sich die hier in dem unteren Gebiet. Ah, guck mal da. Na? Daran sieht man, dass ja, wir von den Steinen her langsam aber sicher fertig werden. Da, der Brunnen hat auch schon seine Steine bekommen. Der muss halt noch gebaut werden, aber an sich hat er schon seine Steine, oder? Sonst wäre er nicht, hätte er nicht die Form. Genau. Seht ihr? Es geht voran. Das hier, dann noch der fette Teich, nicht Brunnen, ja, nicht wechseln. Und dann halt die ganzen Steinwege. Aber gut, Steinwege werden mit der Zeit fertig. Da, das ist auch schon sein Zeug. Ja, es geht voran. Langsam haben wir dieses Steinmangelproblem gelöst. Langsam aber sicher. Komm, ich habe 4 Arbeiter. Mach das Haus fertig. Also natürlich jetzt die Frage, wo die Arbeiter hausen. Ach komm, hier ist ein Kind schon gekommen, okay. Der Dude hat also noch Sprit gehabt. Auch schon mal ein gutes Zeichen. Könnte eine komplette Familie sein, wenn der Dude halt, weiß ich nicht, bis 50, 60 irgendwas machen kann. Werden wir sehen. Ja, ich klicke das mal weg, das wird schon. So, unser Nahrungslimit ist voll. Das ist jetzt das Problem, was ich an dem Spiel kritisiere. Pass auf. Dein Nahrungslimit ist jetzt voll. Das bedeutet, und jetzt kommt das Schlimmste, was das Spiel hat. Das bedeutet, dass quasi die Lamas nicht geschlachtet werden. Das heißt, ich bekomme keine Wolle. Das heißt, die Rehe werden nicht geschlachtet. Bedeutet, ich bekomme kein Leder. Bedeutet für den Schneider, out of Ressourcen. Das heißt, ich muss jetzt Folgendes machen. Ich muss die Felder alle anlassen und sagen, arbeitet mal. Und muss die Felder hier deaktivieren. Also einfach nur sagen, nicht arbeiten. Weil wir durch die jetzt so viel Nahrung bekommen haben. Die müssen immer arbeiten. Da will ich nicht, dass die Bäume platt gehen. Ach, guck mal, fertig.
Es muss nur noch gebaut werden. Nice. Deswegen deaktiviere ich jetzt die Felder. Um dort quasi 1-2 Jahre oder 3 Jahre keine Nahrung zu produzieren, damit die anderen Felder alle Nahrung weiter produzieren können. Und neben der Nahrung natürlich.